Bist mir Das dumme verdächtig I rausgehen. hinterhergekommen, Christian. Wie bitte? Du bist mir sehr verdächtig hinterhergekommen. Ach, das Und mache ich aber gerne ab deswegen. und zu haben. Einfach mal Gib so. Stock auf. Oh Gott. Ja, aber das war irgendwie auffällig. Ja, das mache ich ja Weiß nicht. gerne mal ohne. Oh, Also, was ist das denn ist für eine immer Map? Hatten wir die aufregbar. schon mal? Ja. Wo zur Hölle bin ich bitte? In einem Schacht. Ich Gab bin in zum einem Schacht. letzten Mal hin keine Änderungen. Ich mich gar nicht daran erinnern, an diese Map. Da hingen wir zusammen in dem Aufzugsschacht. Ja, in dem bin ich. Das war, wo ich deinen Hintern im Close abgesehen habe, Chi. Ja. Ah, daran erinnere ich mich natürlich sehr gut. Oh, das ist aber ein ganz blöder Punkt zum Stehen hier. Hallo? Hä? Aua! Was denn? Oh Gott, Oh Alter. wow, der baut ein Zoo. Kann aber kein deutsches Unternehmen gewesen sein hier. Ein deutsches Unternehmen würde so nicht bauen! Ah. Ah, oh, ah, oh. Okay, Ich mag die da Map muss ich ja irgendwie kurz. nicht. Ich war Sushi holen. Ich war Sushi holen, Dave, sorry. Ich war Sushi holen. Dave. Ich dachte, Dave, es geht Dave, Dave. länger. Ich dachte, es geht länger. Er hat mir aber tatsächlich vorher auch geschrieben, dass er sich gleich Sushi holt. Ja, er hat es am Anfang auch gesagt, Ach also alles so. gut. Jeder war Sehr es am gut Sonntag. gemacht, Dave. Sehr, sehr Aber gut trotzdem gemacht. glaube ich, dass Davis ist. Tatsächlich bin ich es diese Runde, ja. Ah, okay. Stimmt. Das Problem ist, jedes Mal, wenn du das so offen zugibst, bist du es wirklich. Das heißt, ich muss dich jetzt erschießen, Dave. Jojo, genau. Ich lerne aus den vergangenen Runden. Ja, sicherlich. Chi! Ich wusste nicht, dass sie kaputt geht, Entschuldigung! Enno! Werfen Sie die Waffe weg! Lassen Sie die Waffe fallen! Ja, Enno, ganz sicher nicht vor lass die dir. Waffe fallen. Jo. Oh, Oh, ey. probieren Sie bitte nichts geschehen! Sie ist ein Geist! Sie kann durch Gegenstände laufen! Du bist ein Depp. Aber du bist ein Geist. Und wer Er ist das? möge ein Depp sein, aber du Warum möchtest ist ein Depp sein. Christian? Ich habe ihn gesehen. Ich habe Christian gesehen. Ich habe ihn Und gesehen. er hat mich Ah, beobachtet. und Dave ist drüben auf der Auf anderen dem Klo. Seite, da drüben halt, wo ich gerade hinschaue. Also, Kidman, wenn du mich siehst, Ich jetzt ist will aua. keine AK-47. Das ist wieder Die ist Chi. Ja. super. Nee. AKs sind immer sexy. Auf Close Range sind die ultra gut. Auf was? Auf Close Close Range. Range. Ah, ich habe Closering verstanden, dachte mir, Closering. hä? Oh. Das hat mich kurz verwirrt. Naja, jeder ist größer als ich. Sogar G, ich bin gar nicht so So sieht's klein. nicht aus. Ich bin fast Groß? 1,70. Also Wie groß bist du jetzt süß. da nicht. Das Bist ein ist, Ficker, das ist. Christian. Für eine Frau ist es Gib mal, wie groß. groß bist du? Gib mal, wie groß Für eine bist du? Frau ist das sogar deutscher Durchschnitt. Nein, größer als deutscher Durchschnitt. Deutscher Durchschnitt ist 1,67. Wie groß Und bist du du? bist 1,68. Nein, 1,69. Wow. Ey, das sind Sie zwei hat dann. Cent. Sind zwei Cent, ja. Zent Wie groß bist Zentimeter. du, Kidma? Wie groß bist du, Kidma? Ah, nicht groß. Weißt du? Okay, Aber nicht mich ankacken! Na, aber ich bin, Ja, ein ne? Mann, das ist noch viel schlimmer. Bist du Nein, über ich 1,80? bin. Ich bin Können 1,98. wir nicht? Ja, genau. Wenn du 1,98 Ui! bist, Hassi Feidel. Ich hab Nein, mir grad okay, was 7 gewonnen. Zentimeter, aber ich bin 1,78. Dann bin ich ein bisschen größer als du, okay. Ich glaube auch 2 Zentimeter. Ich bin fucking Ja. small. I Da kann small ja boy. so viel Also, smaller auch nicht. Christian schätze ich so auf, ja, auch so Jetzt bin 1,77, 1,76. Na, du Spacken. Na, ich bin 1,72, 1,73. Das Klein ist und immer so handlich. mein. Ich muss kurz essen, warte mal, ich will dich nicht töten. Du musst essen. Ja, bei Sushi muss man essen. Oh, Boah, wie jo. gut. Oh, hier laufen Menschen. Hallo Zeus LP, danke schön heute auch für deinen Lurk-Support. Vielen, vielen Dank. Oh, kriegt mal schießt du. Nein, ich habe in deine Nähe geschossen und Hier ist wollte gerade gucken, ein Fass ob ich dadurch deine umgefallen. Aufmerksamkeit bekomme. Da hat jemand Okay, wo gerade bin ich? geschossen und ist dann in eine Tür reingegangen. Oh, da ist eine Tür. Wie Ja. geht's? Bei einem der Tower. Ach so, nee, das war nicht ich. Wow. Wow, Bam, der was zur Tower. Hölle? Ich bin gerade. Oh Nee, der mein Tower. Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier sind Computer. Bin ich hier, Alter? Ich bin ja eine Riesin im Vergleich zu euch. Hey, Dave, hier sind Jo. Computer. Wow. Kann man das? Oh. Wahnsinn. Hier wird geschossen. Ja, ich schieß gerade die Fenster kaputt.
Bisschen Amerika-Style. Ja, da ist einer. Durchgehen, verdammt! Wie kommt Fenster kaputt? Wie groß ist Dönki? Dönki, wie groß bist du? Christian ist halt auch so schmal, wenn er größer wäre, würde er einfach umknicken. Das stimmt. Einfach so, einfach so in der Mitte durchbrechen. Deswegen darf er nicht größer werden, deswegen bin ich nicht größer. Wie kommt man hier eigentlich wieder raus? Da. Ich würde es mit der Tür versuchen. Ja, hier gibt's aber keine. Das ist scheiße für dich. Warte mal. Wo ist denn mein Akroba 1? Oh Gott. Da bist du. Nein. Was ist denn? Was ist das da? Warte mal, irgendwas pickt an meiner Maus. Scheiße. Was ist das? Ah, das ist ein Sushi an der Maus. Oh, Dönki ist größer als 1,79. Das würde ich auch gerne in Sims irgendwann noch als Feature haben. Unterschiedliche Größen. Das wäre toll. Was geht nicht? Das nee. Wow. Ich bleib das restliche Game da, wo ich gerade bin. Hallo. Weil 100%ig stirb, wenn ich da bin. Hallo. Hallo? Geht's hier nicht rein irgendwann hier? Da. Hier ist was kaputt gegangen. Ja, das war Dave, der macht Fenster kaputt. Nee, das war nicht ich. Nicht? Oh. Hallo Christian, tschüss Christian. Hallo Christian, tschüss Christian. Hallo Christian, tschüss. Hallo. Hallo. Kuckuck. Pickabo. Dave. Ja. Pickabo. Dave. Ja. Pickabo. Ist G. Hopp. G ist jetzt tot. Er ist doch noch gar nicht so weit, Christian. Christian, du bist zu früh. Sie ist gerade so gut aus der Tür rausgefallen. Das hat so super ausgeschaut. Okay, sie macht Pickabo, Pickabo, Pickabo und dann auf einmal Nieb. Christian ist also Traitor, okay. Was? Na, sie ist aus der Tür rausgefallen. Aber sie ist von drin rausgeschossen worden. Du bist aber diesmal für deinen Rampage-Modus. Ich glaube mal, ich würde es nur zu gern confirmen, aber ich kann es nicht confirmen, weil ich nie wieder da runterkomme, wo ich gerade bin. Ich glaube dir, dass die G tot ist. Oder was sagst du eigentlich dazu, Dave? Dave und ich bin bei 1,62 Bild so das kleine Schlusslicht. Oh, meine Schwestern sind noch kleiner als du. Beide. Auf der anderen Seite glaube ich. Ich wollte gerade wieder Pickaboom machen und es wurde nur zu einem Buh! Weil Dave auf einmal ruhig ist. Und das ist halt eine typische Dave-Masche. Und deswegen. Muss Dave spielen? Gerade eher für dich, aber. Ich habe gerade mein Leben an mir vorbeiziehen gesehen. Ich bin gerade fast runtergefallen. Oh, Dalo, danke schön für deinen Dirk-Support. Aber ich komme mal jetzt an, wo ich da kleiner werde. Denk, nee, da bist du schon drin. Ja, nee, das kann ich sagen, da ist Dönki noch nicht drin. Bestimmt welche. Das geht erst ab 60. Ich habe nur Angst, dass irgendwer da rausguckt und meiner Mama gesehen. Ich habe auch schon sehr viele verschlossene Türen hier gefunden, muss ich sagen. Die sind mittlerweile auch deutlich kleiner als ich. Auf jeden Fall ein Traitorraum ist. Okay. Sind sie eigentlich zu laut oder bin ich zu... Ich nicht confirmen kann, aber wie gesagt, ich stirb, sobald ich da runter... Oh. Bing, 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 bing. Dave? Kleiner Fick. Was denn? Ich war bei 1,63. Das kann aber dann auch an Verkrümmung des Rückens. Ich glaube, Kidman hat sie nämlich vor real erschrecken. Dave, du kleiner Ficker, wo bist du, du Spacken? Wo bist du? Ich kann schon wieder allein unter heute spielen. Wollt ihr mich verarschen? Aber Christian, das ist so toll. Ich bring mich gleich selber um, wenn ich jetzt allein unterhalte. Geh jetzt weg von mir. Christian, als allein unterhalte, ist toll. Sind sie denn jetzt... Passen sie? Du denkst, Engine ist super. Gehen die Zelte da von der Länge in die Breite? So ungefähr, ja. Funktioniert das. Sind sie denn laut genug? Sind sie zu laut? Versteht man mich ganz gut? Du Pisser. Kidman hat sich echt erschreckt. Du bist nett, Kidman. Du musst immer früher morgen messen. Im Verlauf des Tages wird man kürzer. Das auch. Dass du mich nicht gesehen hast. Ich hab gedacht, du stehst direkt daneben. Achso, nee. Na. Ja, das ist natürlich scheiße. Alles super, bitte Lautstärken. Ja, perfekto. Darauf gönn ich mir jetzt einmal ein Sushi. Bist du deppert? Ja, du hast nur eine Minute, Mann. Ich brauche uns nur hinter dem Haus verstecken. Du schaffst das niemals in einer Minute darauf. Das Leben ist voller geistreicher Ereignisse. Und deswegen muss man sich mal was gönnen. Auch als Böser. Los geht's. Ja, ist so schlecht. Der hat so blöd. Ja. Alles vor. Oh, hallo. Der ist abprallt. Oh. Ach komm.
Schau, ich mach's wenigstens nicht unfair. Ich mach's wenigstens nicht unfair. Nur die Füße werden breit über den Tag, also Schuhe. Ja, aber es war nicht unfair. Also Schuhe immer am Nachmittag Abend kaufen. Das nenne ich dann auch. Oh, das ist smart, Dünki. Ah, ihr zwei seid einfach nur bezaubernd, wenn ihr alleine übrig seid. Ich fühle mich irgendwie so benutzt, diese heutige Aufnahme. irgendwie so richtig dreckig fühle ich mich. Ja, die G kann ich nicht nehmen, weil dann sagt der Doc, oh, die G ist ja nie leise, die kann ich nicht sein. Ja. In der ersten Runde, wo Christian die ganze Zeit am Reden gewesen ist, ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu lachen einfach. Ja, Christian als Alleinunterhalter ist toll. Ich hab's immer probiert, dass ich irgendwen zum Lachen bringe. Ich hab's so versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich musste mich echt zusammenreißen. Aber das mit dem, ganz ehrlich, das mit dem Zug war aber lame. Ja, das Ding ist, ich wollte dich so schnell töten, dass du nichts sagst. Aber das ding, ist, ding, ding, ding. Ja, oben im Treppenhaus gesehen. Ah. Du hast mich genau in meinem Peekaboo erwischt. Ich wollte gerade Peek machen und dann... Ich hab's einfach so schön aus der Tür rausfliegen gesehen. Es sieht so gut aus. Schon, ich war so fröhlich. Hi. Wer ist das? Das ist Kidma und das ist Dave. Aber lauft ihr jetzt im Rudel rum, oder? Jo. Nee, Österreicher Rudel. Ja, da ist Rudel Österreicher unterwegs, genau. Ein Salzburger oder Steirerburger. Dann gehe ich mal besser weg. Okay, ich fahre in meinem Urlaub. Okay. Aber Gigi ist tot. Nee, ich lebe noch. Okay. Das klang gerade so, als wenn du dir die Wirbelsäule gebrochen hättest, aber egal. Ja, war hart dran. Man muss mich hier so noch anpusten. Ich gehe übrigens. Schon wieder verschlossener Raum. Ich gehe übrigens in meinem Urlaub Sommerrodelbahn fahren. Ui. Ja. Das ist lustig, die haben wir auch nicht in der Nähe gehabt. Also, ja. Habe ich ja nur in der Nähe, die haben wir nicht gehabt. Die haben, ich gehe auch Tretboot fahren. Ui. Wo gehst du da hin? Sag ich jetzt nicht laut im Stream. Ach so. Aber das muss ich immer schreiben. Ja. Österreich, oder? Ja, nach Österreich. Ja, ich bin muss immer schreiben, weil vielleicht habe ich da eventuell was vor und vielleicht fahre ich dort hin und dann. Ja. Eventuell treffen wir uns zufällig. Aber ich bin eine Stunde von Salzburg weg. Das ist, ich bin heute allein 1,5 Stunden von Salzburg wegen der Arbeit weggefahren. Also, das ist mir doof hier. Okay, Crystal am Limit. Ich kann nicht Auto fahren, ich habe keinen Führerschein. Oh, ich vergesse immer, wie jung Dave ist. Jetzt und dann sagt er sowas und dann. Springen. Ja, die Kiste funktioniert hier nicht. Ich bin schon älter, als es eigentlich der Durchschnitt hat, aber ich mach's demnächst. Aber G, ich kann's mir so ungefähr vorstellen, weil ich hab so einen Umkreis, so ungefähr. So wer ist das? Ich war da früher schon immer in der Nähe, weil da unser Wohnwagen stand. Ja, warum? Weil ich Trader bin tatsächlich. Und das ist so ein schönes Ferien. Das habe ich heute gebucht. Ich habe es heute tatsächlich gebucht und morgen muss ich die Anzahlung überweisen. Und ich gebe tatsächlich Geld für meinen Urlaub aus. Das habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gemacht. Seit über 3 Jahren, 3,5 Jahren schon nicht mehr. Du noch einen Stream, du musst schicken, wo du hin. Okay. Wir haben auch eine Sommerrodelbahn in der Nähe. War noch nie da. Oh, Dünki! Sommerrodelbahn ist toll. Ich war erst einmal in meinem Leben. Wer ist da oben? Kidman, was machst du da oben? Ich hab euch beobachtet. Why the fuck are you hurt? Und jetzt habe ich einen Fass zerschossen. Oh Gott, bei mir ist auch ein Fass herin. Ich habe Angst vor einem Fass. Ja, und hier hat schon jemand ein Fass abgeschossen. Nee, das war ich. Oh mein Gott, das war das Fass, was ich gerade abgeschossen habe. Glückwunsch, Kidman. Ja, Dave. Da ist Blut, okay. Ich glaube, ich habe das Stück gefunden, wo G runtergefallen ist. Ja, kann gut sein. Ich geh weg. Oh, ist vielleicht. Ich habe erst 3 Wochen lang gehabt, der mich Geld gekostet hat. Ja, aber der war auch. Du runtergefallen bist, okay, I see. Ja. Ich bin fast runtergefallen, ja. Aber fast. Ach, das da hinten bist du, okay. Das ist Gequietsche hier. Wärst du im Busch? Ich bin im Busch. Böse ist im Busch. Wo bist du hin? Ich bin vor der verschlossenen Tür. Wo ist da? Du kannst so viel sagen, wie du willst. Ich kenne mich nicht aus auf der Map, also du kannst äußern. Ich bin bei dem Truck mit den 7 Dingern. Das geht quietschig, es ist schön, aber wir haben es gleich. Bei dem Truck mit den 7 Dingern. Ja, ah, warte mal. So klingt es übrigens auch, egal. Superbrain. Wissen.
So. Kidmar, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich suche gerade nur meine anständige Waffe, weil ich habe diese blöde Hutsch oder wie die heißt. Und da schmeißt er seine Waffe runter. Vier Minuten und niemand tot. Das ist neuer Rekord bei uns. Ja, der Traitor. So klingt das bei dir. Aber ich glaube ja sowieso immer noch, dass du es bist, Dave. Du bist vorhin so hinterhergelaufen. Natürlich. Bei der Fahne sich ein langes Wochenende ab. Montag ist in Thüringen Feiertag und weil meine Schule virtuell bundesweit unterrichtet, nimmt sich jeder regionalen Feiertag mit. Oh, cool. Ah, Moment, ich habe Vita-Vibes. Guten Abend, dein Glück wächst nicht von alleine. Es braucht deine Liebe. Hab deinen wunderschönen Tagesausklang. Hallo, Vita. Lebt noch jeder? Ja. Mhm. Christian? Christian? Christian ist tot. Oder nicht am Leben. Ja, aber tot oder nicht am Leben. Ja. Wow. Nee, vielleicht lebt er noch. Ja, aber er hat keinen Mucks gegeben, ne? Nicht mal gesagt, er fällt runter oder er... Nee, gar nichts. Also ich war jetzt auch... Ja. Bin sehr überrascht, ehrlich gesagt. Ja, eigentlich ich auch, weil das mochte er normalerweise aber nicht. Aber Dave, warst du nicht gerade mit Christian zusammen? Jo, worry. Das spricht jetzt nicht für dich. Ich weiß, aber ich lüge zumindest nicht, gell? Aber ich weiß ja nicht. Danke fürs Vorbeigucken wieder. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, deiner Kleinen geht's besser. Wer ist das da? Das war ich, okay. Dave. Ich wollte gucken, ob du mich gesehen hast und hochkommst. Wie gesagt, du rennst mir die ganze Zeit hinterher, Dave. Ich bin im Krankenhaus. Gott sei Dank, dass mein Magen bin. Meine ganze Das Blöde ist jetzt, der Crystal stirbt eigentlich nie, ohne dass er was sagt. Und zweitens, der ist eigentlich auch nie still, wenn er nur lebt. Also es ist ein Widerspruch in sich selbst. Gute Besserung deinen zwei Kindern, Vita. Schnelle Besserung vor allem. Und dir Durchhaltevermögen. Oh, wurde ich gerade angeschossen? Ihr Frechen. Ja, frech. Von der Sniper, oder? Ey, der Crystal hat die Waffe vorher gehabt, oder? Ah, nein, der Kidmar. Ha! Okay. Ich hab's gesehen, Kidmar. Okay, was hat er gemacht? Er hat auf dich geschossen. Ach so. wie ich an der Leiter abgehangen hab, das war cool. Wow. Ich stand auf Schilder voll. Ich hab dir einen richtig schönen Headshot gegeben. Nacht, Vita. Schlaf gut. Aber ich hab den Christian so geil weggesnappt. Über die ganze Map hab ich ihn weggeschossen. Er lief hinten bei dieser Gartenanlage rum und ich hab ihn von da weggesniped, wo du mich gerade abgeschossen hast, Chi. Ich bin da schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Ja, ich hab dich von dem anderen, von dem Dachecke weggesniped, wo man hochfahren kann. Ach, wirklich? Oh, ja. Hätte ich das mit aktiviert? Ich glaube, das ist eine Traitor-Falle. Keine Ahnung. Aber du hast mich auch nicht gesehen, also von dem her. Nee, hab ich auch nicht. Crystal? Der macht sich wahrscheinlich gerade einen Kaffee oder ist pinkeln? Der ist, glaube ich, echt pinkeln. Jetzt muss er Traitor werden. Ah, ich bin ihn noch. Super. Spricht ja, ich bin auch Endo. Zweimal hintereinander wäre auch ein bisschen viel. Okay, das heißt. Ja, doch, nee, Dave wäre jetzt echt extrem häufig Traitor, wenn er jetzt schon wieder wäre. Ich war gerade, also G oder Christian, einer von beiden wahrscheinlich. Jo, ich. Ich will mir einfach nur gemütlichen Kaffee machen. Mann, was ist los mit euch? Ich bin's nicht. Jesus. Okay. Ja, ich hab's ja gerade gesagt. Okay. Cheese. Ja. Der schießt sich dann ja, ne? Hm. Aber eigentlich war der Kill nicht mies, Kidmar. Ja, es war ungut. Weil genau der Dave nur gesagt hat, hey, wo bist du? Und ich gesagt habe, ich sirgen. Und ja, deswegen habe ich dich ja auch weggemacht, weil ich nämlich dann die Schuld schön auf den Dave schieben konnte. Ah. Ich meine, die Tatsache, dass Dave dann auch ganz stumpf sagt, ja, wir waren zusammen gerade. Ja, also es ist ja wirklich so, gell? Ich kann nicht sagen, nein, ich bin innocent. Aber die Tatsache, dass, hättest du mich dabei nicht gesehen? Hattest du den Dave im Verdacht? Ich? Nee. Ich hatte dich wirklich im Verdacht. Mich? Mhm. Warum? Warum hattest du mich im Verdacht? Nur mal so theoretisch, so interessiert mich. Weil man die immer im Verdacht hat. Das stimmt, ja. Aber. Gut, danke. Das gehört zum guten Ton in DTT. Ja, bei mir auch immer. Ja, und Kidmar ist es immer. Lila schreibt es gerade. Kidmar ist es immer. Dann musst du mit mir. Hallo, Lila. Was ist mit mir? Oh. Bin dich da drüben. Ja, ich wollte gerade sagen, Dave ist viel häufiger Traitor als ich, ja? Ich bin der unschuldige Traitor. Die wird zum Sterben. Das ist eine Drecksau, der mich immer dafür nutzt, weil ich immer verdächtigt werde. Ich hätte gerne eine gute Waffe.
Ich hätte gerne eine Waffe. Ah, ich hab. Ja. Guck mal. Du, dreh dich mal um. Komm mal. Hallo, ich bin hier, hinter dir. Auf der anderen Seite vom Gebäude. Hier, hallo. Hier bin ich. Oh, na toll, jetzt habe ich meine Waffe weggeworfen. Ich komme um die Ecke und was sehe ich? Fliegende Waffe. Chi. Guck mal, dieser Aufzug hier, ne? Der hier an dem Gebäude ist, das ist eine Traitorfalle. Nee. Ich meine den dahinter, den Glasaufzug. Okay. Ja, dann war es ein anderer. Chi, du bist so ein Pisse, warum stehst du so still rum? Ich hätte gerade fast abgedruckt. Boah. Ja, Entschuldigung, ich habe das erklärt. Chi ist es, da wette ich mit drauf. Jo, sicher, aber ich glaube, ja, dass das Kind weiß ist, gell? Wow. Oh. Ja. Ich sag, sie war Traitor. Ah, scheiße. Oh, Mann. Na, Island. Können wir beides machen dann. Who ist der Daddy? Ist oh. Wow. Gut, dass die Jenny nicht da ist mit Slender. Was wir in jede Map kaufen, das Spiel habe ich ja auch. Nee, die Map musst du es nicht kaufen, die letzte aus dem Workshop runter. Warum geht denn jetzt jeder zu Who's your Daddy? Hallo Lila, hallo! Ich call you your fucking Daddy. Who is your Daddy? Bitch. Oh mein Gott.